Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield Play for Free. Und ihr erinnert euch hier noch an den letzten Parts. Diese Parts überschneiden sich irgendwie immer. Keine Ahnung, warum das so ist und warum das die ganze Zeit so ist. Aber genau, die Parts überschneiden sich und wir sind hier immer noch auf Karkand. Ich glaube, dass Oman hier gar nicht... Wow, dass hier Oman gar nicht so schnell drankommt. Und ich werde am Anfang jetzt schon direkt von dem Tank gekillt, der hier irgendwo mitten in der Pampa steht und mich trotzdem erwischt hat. Auf jeden Fall werde ich mich mal hier hinten rumstehlen und mal gucken, jetzt wo steht denn der Tank rum? Sag mal, geht's noch? Irgendwo steht doch dieser blöde, fette Tank rum, der mich die ganze Zeit hier killt. Auf jeden Fall, wir sind... Ah, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ah, ja, okay. Ich glaube, das wird so schnell nichts hier. Wir sind hier nämlich immer noch im Karkand und haben immer noch diese gleiche verdrackte Situation. Und ja, danke, gleich zwei Tanks. Es ist ja mal wieder wunderbar. Und ja, Fallschirm. Und der Typ, der meint auch wirklich, der könnte es drauf anlegen. Und wo ist der denn? Haha, der ist da vorne. Und da hinten haben wir auch einen Tank, also... Bitte, bitte, ich will noch ein bisschen leben. Nein, nein, ich werde nicht mehr leben. Aber ich hoffe, ich kriege mal noch so ein bisschen... Zumindest mal Critical Kill Assist, das würde mich nämlich noch freuen. Und wo ich mich gar nicht dran... wo ich mich gar nicht dran gewöhnen kann, ist... Zum Beispiel hier, dass man sein Leben nicht regeneriert. Das nervt mich wirklich extremst, weil in Battlefield Bad Company 2, wo ist der Tank? Wo ist der Tank? Da ist der Tank. Ja, Battlefield Bad Company 2, da regeneriert man ja sein Leben. Da gab es ja immer irgendwann mal so einen Typ, der das Ganze statistisch aufgebaut hat. Und ja, ich glaube nicht, dass ich hier so unversehrt rauskomme. Weil da ist ein Tank. Oben sind zwei Tanks. Lass mich mal gerade gucken. Okay, der ist jetzt gerade weg. Also schleiche ich mich mal hier um die Ecke. Lass mich doch in Ruhe. Leute! Also hier sieht man Kills, Tode 20 zu 3 und keiner hat irgendwie die Möglichkeit, diesen blöden Tank kaputt zu machen. Und diesen blöden Tank auch. Und ich glaube nicht, dass das hier noch was wird. Oder ich schleiche mich einfach hinten rum. Wenn er mich nicht sieht. Vielleicht sieht er mich einfach nicht. Der hier auch nicht. Ja, okay, die sehen mich alle. Und jetzt, Leute, 17 zu 10. Was habe ich denn? 7 zu 18. Das ist mal wieder toll. Also seit dem letzten Part höchstwahrscheinlich gar kein Kill mehr gelandet. Na. Das ist ein feindlicher. Chatter Tank. Denk. Und von ganz weit hinten tippe ich. Ja, klar. Ja, Leute, das kann ich auch. Aber ich mach's nicht, weil ich will hier Spannung, ich will hier Action und haben wir das... Nein, das kann gehen. Auf jeden Fall gucke ich mal, dass ich mich hier außen rum noch bewege, weil... Nein. Oder auch nicht. Ich habe irgendwie 8 Kills, 20 Tode, also total low und wir machen, denke ich, direkt weiter. Vielleicht ist es ja mal eine andere Map. Das wäre ja auch mal so ein Ding. Vielleicht ist es ja mal Oman. Nein, das ist immer noch Karkand. Also sind wir hier auf dem reinen Karkand-Server gelandet. Höchstwahrscheinlich und die werden sich jetzt alle die Tanks schnappen und ich würde mal einsteigen. Auf jeden Fall, ich denke im nächsten Part werde ich mal ein bisschen Oman spielen. Ja, kommt ein Tank für mich. Und haben wir noch irgendwie einen anderen Platz. Außer diese blöden Seitengeschütze. Haben wir das? Nein, haben wir nicht. Deshalb steige ich aus und nehme den nächsten Tank, der hier anrollt oder auch nicht, der mir wegrollt. Also tolle Idee. Ich hätte am besten doch im Seitengeschütz bleiben müssen. Gut, auf jeden Fall haben wir D. Und wir gehen ein klein wenig offensiver und etwas klüger vor als letztes Mal, weil wir nicht direkt auf den hinteren Kommandoposten gegangen sind, sondern jetzt hier das Feld von hinten aufrollen und uns irgendwie hinten eine Sicherung aufbauen. Und jetzt schießt mich hier nicht ab. Ich hoffe mal nicht, dass hier noch Massgegner kommen, aber wir haben hier unsere Leute platziert schon. Deshalb schnappe ich mir den Kommandoposten. Leute, warum kann man denn hier nicht drüber springen? Das frage ich mich echt. Und warum denkt denn hier niemand dran, den mit mir einzunehmen? Keine Lust oder so, oder keine Lust auf Punkte. Also dann, ich nehme die gern. Ja, ich habe nur die 200 Punkte bekommen und Hermann hat mich gekillt.
toll. Ist ja ein Top-Ding hier. Und ich weiß genau, dass der hier immer noch steht und dass hier noch ein anderer Tank irgendwo rumlungert. Deshalb werde ich mal gucken, dass ich hier... Genau, Hermann. Ich glaube, das war Hermann. Aber Hermann schreibt man doch mit Hermann dann. Also, jetzt mal ganz schnell, schnell, schnell. Wow, Granate. Ne, danke. Deadman's Trigger. Toll. Sehr einfältiger Name für Granate. Für Handgranate. Aber solange der Tank mich hier nicht entdeckt, schleiche ich mich mal weiterhin hier außen herum. Haben wir hier einen Gegner? Nein. Haben wir hier immer noch den blöden Tank? Ja, haben wir. Ja, ich wag's einfach mal. Und obwohl ich genau weiß, dass hier hinten gleich Gegner zu Massen stehen werden. Genau deshalb jetzt. Warum treffe ich den denn nicht? Leute, warum treffe ich den denn nicht? Das liegt anscheinend daran, dass man wie auch in Bad Company 2 immer ein bisschen höher zielen muss, als man eigentlich schießen will. Und ich guck mal, dass ich vor dem Tank hier flüchte. Schnell, 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 schnell. Ja. Ist klar, dass wir C verlieren werden, weil die da einen blöden Tank stehen haben. Und bitte! Wie kann das denn sein, dass ich dem so viel ziehe, also jetzt dem anderen, das hat mich ein anderer gekillt. Und ja. Gut, also, ich schleiche mich mal wieder. Okay, ist cool, dass ich hier gespawnt bin. Da wollte ich eigentlich auch hin. Beziehungsweise ist mal eine Idee. Weil hier oben haben wir teilweise echt unvorsichtige Gegner rumlaufen. Und so, ja, an der Treppe stehen sie meistens. Oder ja, da hinten habt ihr eben wahrscheinlich einen gesehen. Aber so. So, jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie man sich drückt. Ja, klar! Das war noch mindestens mal ein Headshot und schade. Oder bisschen was blöd? Naja, egal. Ich denke nicht, dass wir in diesen 4 Minuten da noch groß gewinnen können. Ja, wir haben nämlich nur noch 174, ach, beziehungsweise, ja, wie ist denn das System überhaupt aufgebaut? Normalerweise werden die Tickets noch runtergezählt, nicht hoch. Okay, das hat es jetzt nicht gebracht. Und ich bräuchte jetzt eigentlich langsam mal ein paar Granaten hier. Haben wir hier Gegner? Gegner? Und ja, wir haben hier Gegner. Ganz klare Sache, wir haben hier Gegner, die sich auch hoffentlich hier bald mal runtertrauen werden. Und es ist ein bisschen laggy, aber obwohl, das Spiel ist eigentlich gar nicht mal so laggy. Also, ihr habt es gesehen, Fraps zeichnet ohne Probleme hier auf. Haben wir den hier immer noch stehen? Okay, dann schleichen wir uns mal hier um die Ecke, weil da mal teilweise Mastgegner stehen. Genau, der da. Der da. Und ja, der da. Genau der. Ich guck mal gerade, ich habe 3 Kills, 5 Tode, also so ungefähr das, was man hier erwarten kann von meinem Skill. Der wollte, dass er mich mitnimmt. Nee, aber das ist jetzt zu spät. Ich schleiche mich mal hier wieder außen rum, weil diese Treppe da so toll ist. Nicht die, sondern die da hinten. Ihr wisst es ja schon. Ja, und der Typ war mal richtig blöd. Und ich habe den Kill bekommen. Ihr Deppen. Deppen mit Weppen, aber das ist ja nicht mehr richtig gereimt. Ja. Okay, den habe ich und ja, der hat mich. Das war mal wieder so ein Tank-Typi. Ja, der steht. Ja klar, dass der mich bekommen hat. Da darf ich auch gar nicht böse sein und das war ja mal eine nette Sache. Aber dass ich direkt in den Gegnern spawnen muss, ist ja mal so eine Sache. Das finde ich nicht so toll. Und ja, wenn sie rechts mit dem Tank stehen, gehe ich mal links rum. Und werde mich mal an Gegnern hier bedienen. Beziehungsweise ich hoffe, ja, da fliegen die Reifenteile. Reifenteile auf dem Schlachtfeld. So, da schießt einer. Und das war der Tank. Und das war auch der Tank. Und der steht immer noch da über die halbe Map weg. Also Leute, wenn das nicht mal unfair ist. So, das ist mir jetzt aber zu blöd. Ich gehe nämlich jetzt hier hoch, dann außen rum. Ich werde hier mal ein paar Headshots drücken. Genau. Savior Kill auch noch. Genau.
weil der auch schon jemand anderen angeschossen hatte und ich den irgendwie gerettet habe, also saved, Savior, genau. Englisch für Anfänger kann man hier ganz gut einsetzen. Rank up, habe ich den Typen gekillt. Lustig. Also ich bin jetzt Level 5. Ich stelle mich mal hier in die Ecke, weil ich genau weiß, dass da hinten ein paar Gegner rumlaufen, die ich doch zu gerne killen möchte. Beziehungsweise, na, das ist ein Tank. Das ist eine schlechte Idee. Ja, das ist auch eine schlechte Idee, jetzt hier mit der halb geladenen Waffe Hermann da zu bezwingen. Ja, und ist natürlich klar, dass der mit seinen blöden Granaten mich auch gerade mal hier fertig macht. Das davon ist ein feindlicher Tank, tippe ich mal. Ja. Deshalb gehe ich mal außen rum und gucke mal, dass ich mich hier ein paar Leute von A schnappe, die so blöd sind und hier außen rumlaufen. Beziehungsweise, warte mal, hier und da und unser Tank und dann gehe ich mal da, weil da spawnen die manchmal, wenn sie bei A irgendwie. Beziehungsweise hier ist auch eine schöne Position, aber im Moment ist keiner da drin. Ah nein, hier spawnt man, wenn man bei B, wenn man bei Kommandoposten B spawnt, dann kann man auch hier im Haus spawnen. Das ist halt ganz lustig, hab ich mich ja letztens in die Ecke gestellt. Und hab hier Mastgegner fertig gemacht. Beziehungsweise einen. Beziehungsweise oder noch einen, der hier hochgelaufen ist. Noch einen, den ich irgendwie mit der Pistole gefinisht habe. Also ihr kennt den Part vielleicht ja noch. Und ich mach das einfach mit dem Fallschirm. Ist unbedingt diese Treppe darunter, diese Leiter darunter zu klettern, ist nicht unbedingt die beste Idee. Und ja, ich stelle mich mal hier in die Ecke. Und profitiere hier von dem kleinen Bug. Der es mir erlaubt, mich nicht hier ganz reinstellen zu müssen, Mann! Und Leute, ich hätte es doch beinahe geschafft und die 200 Punkte kassiert. Und ja, gut, da kann man nichts machen. Will man nichts machen, da kann man nichts machen. Ja, und ihr habt ihr eben meine Kill-Tode-Statistik gesehen. Ich zeig's euch nochmal. Ich habe 7 Kills, 11 Tode und damit wäre der Part auch schon wieder vorbei. Das heißt, hier fast 3 Parts oder beziehungsweise eventuell sogar ganze 3 Parts aus einer Map. Genau, also, nee, Moment mal, das war ja eine neue Map. Ach, egal, auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Battlefield Play for Free. Tschüss.